Okay, von mir aus. Ja, schönen guten Abend erstmal allerseits. Ja, es ist eine magische Nacht für uns. Wir sind super, super glücklich und zufrieden. Dobry wieczór Państwu. Była magiczna noc dla nas. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Ich muss mich erstmal zusammenreißen. Ich bin auch noch voller Eindrücke und voller Emotionen. Ich denke, bis zum 3-0 waren wir heute die bessere Mannschaft. Austria hatte, ich kann mich nicht an eine wirklich echte gefährliche Torchance erinnern. Ja, und dann passieren Sachen, die im Fußball selten passieren, aber sie passieren. Dann wurde es nochmal spannend. 3-1, 3-2, dann machen wir das 4-2. Und ja, Sie kennen ja den ganzen Verlauf. Ja sam się też muszę jeszcze skupić. Bardzo emocjonalny to był mecz. Uważam, że do 3-0 to myśmy byli lepszą drużyną. Później padło 3-1, później 3-2, później myśmy strzelili 4-2, no i do samego końca był bardzo nerwowy mecz. Ja, am Ende gewinnen wir 5-3 und kommen eine Runde weiter. Alles in allem, ich denke, beide Spiele waren hochattraktive Spiele für die Zuschauer, sowohl im Stadion als auch im Fernsehen. Beide Mannschaften haben versucht, ihr Bestes zu geben und nach vorne gespielt. Und ja, am Ende kann man sagen, ja, ein bisschen Glück braucht man. Und wir hatten heute das Glück mehr auf unserer Seite als im Hinspiel und dementsprechend sind wir jetzt eine Runde weiter. Mecz się skończył 5-3 na końcu. Uważam, że obydwa mecze były bardzo atrakcyjne dla publiczności i w stadionie, i przed telewizorem. Oczywiście potrzebujemy też trochę szczęścia. Dzisiaj mieliśmy trochę więcej szczęścia w pierwszym meczu Austria, ale jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy rundę dalej. Wir können alle unheimlich stolz auf das Team sein, auf jeden einzelnen Spieler. Und ja, wir haben ein Riesengeschenk auch unseren Fans bereitet, die heute in Massen hier nach Wien gekommen sind und uns grandios unterstützt haben. Jetzt gilt es, Kräfte zu sammeln, neuen Fokus zu sammeln für das Spiel am Sonntag zu Hause gegen Corona Kielce und ja, dann werden wir wieder uns was überlegen und versuchen dann gegen den nächsten sehr, sehr starken Gegner ja, zu bestehen und möglichst dann in die Gruppenphase zu kommen. Jesteśmy bardzo dumni, zrobiliśmy prezent naszym kibicom, którzy w masach przyjechali tu do Wiednia. Teraz patrzymy do przodu, musimy zbierać siły na następny mecz ciężki w weekend z Koroną Kielce. No i mamy nadzieję, że zdołamy też następną rundę i znajdziemy się w fazie grupowej. Ich wünsche Austria Wien alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Wie gesagt, das ist eine Mannschaft mit einer riesen Mentalität, mit guten Fußballern und mir gefällt auch ihr Spielstil, sodass, ja, nochmal auch immer ein Kompliment an mein Team, dass wir nach der Heimniederlage ja, so eine Show abgezogen haben und ja, als Team hier bestehen konnten. Das macht mich glücklich und zeigt auch, dass wir als Team, man sollte uns nie abschreiben. Dziękuję Austrii Wiedeń za to, że były bardzo dobre mecze. Życzę Austrii Wiedeń wszystkiego najlepszego w mistrzostwach. Jestem też dumny, bo podoba mi się jak Austria Wiedeń gra, ale tym bardziej jestem dumniejszy z mojej drużyny, żeśmy ich tutaj pobili. Dziękuję bardzo. Zachęcam do zadawania pytań. Łukasz. Serdecznie panie trenerze, gratulacje na wstępie. Chciałem spytać, czy najtrudniejszy moment w meczu też także dla pana był taki, jak Austria wyrównała tak naprawdę stan. Był meczu z Stadion Szalał i chylę czoła się tutaj zawodnikom i sztabowi trenerskiemu, że udało wam się przetrwać ten moment i odwrócić losy meczu. Po pierwsze, jak to się stało, co trzeba było zrobić. A drugie pytanie, czy taki mecz może was zbudować? Ponieważ wiemy, że takie mecze budują właśnie wielkie zwycięstwo.
w Europie na kolejne rundy, na kolejne mecze, także w Ekstraklasie. Dobra, umówmy się na taki rytm pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Also Frage an den Trainer. Erstens einmal Gratulation zum Sieg. Er hat das Gefühl gehabt, dass das Match an der Kippe war, wie Austria Wien in Summe ausgeglichen hat. Wie ist es Ihnen, dem Trainerteam und den Spielern gelungen, diese Phase zu überstehen, da das Stadion ziemlich laut war und die Austria-Spieler natürlich die zweite Luft bekommen haben? Natürlich war es sehr emotional für uns alle, aber ich, das ist auch irgendwo verständlich, so hast an sich schon das Gefühl gehabt, dass du das Spiel heute kontrolliert hast, über den ganzen Zeitraum bis zum 3-0. Und dann fällt aus dem Nichts sicherlich auch ein vermeidbares Tor. Das gibt natürlich dem Gegner nochmal Energie, und das Stadion wacht auf. Und dann war es nicht einfach, weil, wie gesagt, Austria ist ein gutes Team, ist ein sehr aggressiv spielendes Team, die hohe Intensität spielen können. Wir haben da sicherlich nicht ganz souverän gewirkt, aber das ist Fußball, das gehört dazu, und wir haben das überstanden. Wir haben aber auch im Gegenzug Tore erzielt. Es ist ja nicht so, dass wir dann nur verteidigt haben. Und ja, sind einfach glücklich und sollten auch jetzt nicht zu viel alles hineininterpretieren. Uważam, że do 3-0 kontrolowaliśmy całkowicie mecz. Oczywiście jak 3-1 padło, to stadion się obudził, oni dostali drugie powietrze, jak to się mówi, ale jestem dumny z drużyny, jak ona się zachowała, i nie jest tak, żeśmy nie strzelali bramek dalej. Oczywiścieśmy dalej bramki też strzelali i oczywiście, że to podbudowuje całą drużynę. I drugie pytanie, przypomnij proszę. Czy ten właśnie ten mecz może zbudować na przyszłość całą drużynę Legii, nie tylko w Ekstraklasie, ale i w Europie, bo takie zwycięstwo, wiemy, że zupełnie inaczej później funkcjonuje człowiek, inaczej wygląda regeneracja po takiej bitwie, kiedy się ją wygra. Ob dieses Spiel auch einen Einfluss auf die Mannschaft hat für die Extraklasse und dann auch für die, natürlich für die weiteren Europacup-Spiele, weil man weiß, dass so ein Fight, und überhaupt wenn man ihn gewinnt, dass das auch dann die Mannschaft aufbaut und dass man da auch leichter regeneriert nach einem Sieg. Regeneration findet in verschiedenen Phasen statt, nicht nur körperlich, auch mental, und da gebe ich Ihnen recht. So ein Sieg, da werden Glückshormone frei, die helfen sicherlich der Regeneration. Es ist eine anstrengende Phase. Das ist auch ein Reifeprozess. Nicht alle Spieler kennen diesen Rhythmus. Und ich denke, wir haben eine gute Reaktion gezeigt nach dem ersten Spiel heute, wie gesagt, bis zum 3-0. Und dieses Spiel bringt uns, glaube ich, von der Erfahrung auch noch mal einen Tick weiter. Der Glaube ist sehr stark in der Mannschaft, der Wille auch. Und wir werden sehen. Wir werden natürlich alles dafür jetzt tun, dass wir am Sonntag, ich hoffe, vor vollem Haus gegen Corona Kielce bestehen. Wir haben noch ein paar Spieler auf der Bank, die sich jetzt auch beweisen können und beweisen müssen. Und wir werden sicherlich auch rotieren. Das ist auch ein ganz normaler Vorgang. Ja, wir werden sicherlich jetzt erstmal den ganz, ganz großen Fokus auf die Playoffs legen. Oczywiście regeneracja się odbywa w różnych fazach, nie tylko fizycznie, ale też mentalnie. I oczywiście, że to wypuszcza hormony szczęśliwości, takie zwycięstwo. Ale teraz się skupiamy na mecz w weekend z Kielcami i na pewno będą zmiany w składzie. Teraz mamy wystarczająco ludzi na ławce, którzy teraz mogą pokazać, co potrafią. I oczywiście się będziemy teraz skupiać na play-off, żeby wejść do fazy grupowej. Paweł? Gratulacje. Jak to jest zarządzać emocjami piłkarzy na boisku w takim meczu? To najtrudniejszy mecz w pana karierze? Erstens einmal Gratulation, zweitens einmal die Frage, ob das schwierigste Spiel Ihrer Karriere war, und wie managen Sie die Emotionen der Spieler am Spielfeld? Es war ein sehr aufregendes Spiel. Ich hatte schon einige Spiele gehabt, aber ich kann mich an so einen Spielverlauf nicht erinnern. Das war hochintensiv für mich auch, aber nicht nur für mich, für meine Trainerkollegen, für den ganzen Mitarbeiterstab.
Ja, und man kann nicht immer die Emotionen kontrollieren, aber ich versuche auf jeden Fall Ruhe zu bewahren nach außen. Manchmal sieht es innerlich anders aus. Ja, und solche Spiele bringen mir natürlich auch jedes Spiel in der Form auch ein Stück weit Erfahrung. Kann immer dazu lernen als Trainer und wird sehr für mich jetzt vor allem interessantes Spiel dann nochmal ab dem 3-1 oder bis zum 3-1 und dann ab dem 3-1 nochmal in 1000 Teile zu zerlegen und zu schauen, was wir im nächsten Spiel besser machen können. Und das komplett ohne Emotionen. Oczywiście, że to był bardzo denerwujący mecz i nie tylko dla mnie, tylko dla całego sztabu trenerskiego i dla graczy, szczególnie jeżeli chodzi o przebieg. Staram się nie pokazywać na zewnątrz wewnętrznych, jak to się mówi, jak się denerwuję wewnętrznie i oczywiście mecz po wyniku albo po strzeleniu 3-1 przez Austrię bramkę muszę rozłożyć na szczątki i zobaczyć, co możemy lepiej zrobić, a jakie błędyśmy popełnili. Proszę. Ja chciałem zapytać o stracone gole. Czy na szybko się pan zastanawiał, co było powodem, z czego wynikały stracone gole? Die Frage ist, ob Sie sich schon überlegt haben, wie die drei Gegentore entstanden sind und was die Fehler dabei waren? Nee, muss ich erstmal mir anschauen und kann jetzt so lapidar sagen, das darf nicht passieren, aber das macht ja auch den Fußball aus. Fußball ist ein Fehlerspiel und wer viele Fehler macht, der kassiert auch Gegentore. Ich glaube, dass wir einfach heute im Vergleich zum ersten Spiel die Tore gemacht haben. Wir hatten ja auch viele Chancen im ersten Spiel gehabt, aber da gab es auch einen Schlüsselmoment aus meiner Sicht. Austria hatte eine Riesenchance zum 3-0, die haben es nicht gemacht und wir sind dann nochmal zurückgekommen und haben das eine Tor gemacht. Das eine Tor war ja natürlich letztendlich auch heute genau das Tor, was so wichtig war, um weiterzukommen. Und in Alles- oder Nichts-Spielen geht es auch darum, eine Runde weiterzukommen. Das ist uns heute gelungen. Und wie gesagt, darüber bin ich sehr froh und auch dankbar. Nie, jeszcze nie spojrzałem na bramki, ale taki jest futbol. Przez błędy powstają bramki i uważam, że w pierwszym meczu też był kluczowy moment. Austria mogła strzelić bramkę na 3-0. W następnym momencie myśmy trafili na 2-1 i w pewnym sensie to był też kluczowy moment dlatego, żeby dzisiaj wygrać ten mecz i pójść rundę dalej. Hast du gesagt, dass wir heute im Gegensatz zum ersten Spiel Tor gemacht haben? I że w dzisiejszym meczu trafialiśmy bramki, cośmy w pierwszym meczu nie robili, bośmy mieli też kupę szans, ale nie trafiliśmy do bramki. Und das ist eine Tor nochmal wichtig. Proszę bardzo, Marcin. Panie prezesie, dzień dobry, emocje jeszcze nie opadły. Ja chciałem zapytać, bo po raz pierwszy w historii, po raz pierwszy w historii w ogóle nie awansowała w momencie, kiedy się gra pierwszy mecz u siebie. Wcześniej przełamali do Sarajewa, bo to był sport po 13 latach z Legią. Drugi pan przełamał na takie Polsary, też pan specjalistą wygrany. Ja, also die Emotionen sind noch nicht abgeschwächt. Die Frage ist, die Legia Warschau hat das erste Mal in der 100-jährigen Geschichte einen Rückstand im Europacup aufgeholt. Sie haben voriges Jahr nach 13 Jahren den Cup wiedergeholt. Sind Sie ein Spezialist, um solche Serien zu brechen? Ich kann mich erinnern, dass ich in einer Saison mit Pogoń Szczecin Legia Warschau dreimal geschlagen habe. Das war auch eine sehr gute Statistik. Ich gebe da nicht viel darauf. Es ist aber schön, wenn man sowas im Nachhinein nochmal erfährt. Ich wusste jetzt auch nicht über diese Statistik. Es ist, wie es ist. Ich bin glücklich, ich bin froh darüber, dass es uns heute gelungen ist. Umso schöner, wenn man noch ein Stück Geschichte schreiben kann. Legia ist ein großer Verein, großer Traditionsverein mit viel Geschichte und ich hoffe, dass wir noch viele gute Geschichten kreieren können. Jak byłem trenerem Pogoni Szczecin, to 3 razy wygrałem z Legią, co też nie było normalne dla Pogoni Szczecin. Oczywiście, że mi się podobają takie
łamane serie, ale ja się przeważnie dopiero później dowiaduję o tym i jestem szczęśliwy, że Lega, która ma stuletnią tradycję, jest wielkim klubem w Polsce. I mam nadzieję, że ten, że jeszcze parę takich momentów z Legią przeżyje. Czy są jeszcze pytania? Proszę, Wojtek. Kolejnego rywala dotyczącego, bo będziecie grali z Nidian, który już 5-1 wygrywał z Nikozją. Jak tam jego przeciwnika już zorganizowaliście? Midland führt derzeit 5-1 gegen Nikosia, also es ist wahrscheinlich ihr nächster Gegner. Haben Sie den schon analysiert, oder? Natürlich machen wir auch unsere Hausaufgaben. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr starke Mannschaft, eine sehr große Herausforderung und eine Hürde, die wir stemmen wollen. Wir werden sehen, ob wir in der Lage sind. Soweit ich weiß, spielen wir das erste Spiel auswärts und dann zu Hause. Das sehe ich persönlich für uns in der jetzigen Situation als einen Vorteil. Oczywiście, że robimy nasze zadania domowe. To jest bardzo dobra drużyna i to będzie wysoka poprzeczka, przez którą musimy przeskoczyć. Z tego co wiem, to pierwszy mecz będzie na wyjeździe, co mi osobiście się lepiej podoba, bo w meczu domowym będzie łatwiej wygrać. Czy jeszcze macie Państwo pytania? Dziękujemy bardzo Legia Warszawa w rundzie play-off Ligi Konferencji Europy. Dziękujemy za Państwa obecność tutaj na miejscu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z awansu po tak szalonych okolicznościach i w europejskich pucharach gramy razem również z Polską Organizacją Turystyczną, promując polskie wartości kulturalne i turystyczne. Dziękujemy. Dobrej nocy. Dziękuję.